Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Jean and Len Adventskalender hinein. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist ein Adventskalender, der 89,90 € kostet und einen Wert von 140 € haben soll. Ich habe mir den jetzt einfach mal bestellt, um ihn euch mal zu zeigen. Er ist super schwer. Hat auch, wie ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, ein richtig schönes Design, dieses Häuschen. Ne? Dieses Mal haben wir aber tatsächlich auch hier Säckchen drin, was ich richtig gut finde. Der riecht unheimlich gut, aber ich habe auch noch einen Conditioner mir als Gratisprodukt aussuchen können. Der war ein bisschen ausgelaufen, vielleicht liegt es auch am Conditioner. Aber es riecht sehr, sehr gut. Und ja, ich möchte einfach mal mit euch zusammen herausfinden, ob sich dieser Adventskalender lohnt. Es wird ein Pflege-Adventskalender sein. Und dann starten wir mal mit der Nummer 1. Ich bin auch sehr gespannt. War das Jean and Len? Ich meine schon, ne? Die müssten doch auch dieses Jahr irgendwelche Düfte rausgebracht haben. Vielleicht finden wir die auch in diesem Adventskalender. Das wäre ja auch ganz nett. Als erstes haben wir hier einen sensitiven Lip Balm. Beruhigt, vegan, parfümfrei, ohne Mineralöl, mit Shea und Mandelöl. Das hört sich gut an. Lippenbalsam kann man auch in der kalten Jahreszeit echt gut gebrauchen, weil da braucht alles irgendwie ein Stückchen mehr Liebe, ne? Und ist dann auch in dem Sinne etwas trockener. Auch die Nummer 2 habe ich hier auch schon rausgebracht. Rausholen können. Die lag nämlich auch mit oben auf. Da musste ich gar nicht so viel suchen. Und da haben wir ein Sachet drin enthalten. Das ist eine Haarkur, Aufbauhaarkur, kräftigende Intensivpflege, vegan. Ich glaube, dass das alles irgendwie so kirschblütenmäßig ist oder Mandel und Keratin. 20 Milliliter haben wir hier drin. Und ja, etwas für die Lippen, etwas für die Haare. Das ist ein guter Start, muss ich wirklich sagen. Ne? Das können wir auf jeden Fall so weiterführen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und ich meine, waren hier auch irgendwie 2 Gutscheine oder sowas mit dabei? Also 2 Spenden für gute Zwecke. Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Mach deinen Lieben eine Freude. Das ist eine Karte. Das ist ein Füllprodukt, ne? Schöne Karte, aber nö. Hier haben wir die Nummer 4. Und das ist auch ein schönes großes Säckchen. Und hier wird auch eine Full-Size drin sein. Oh, ein sinnlicher Badetraum. Vegan, pflegt und verwöhnt dein Wellness-Moment für zu Hause. Jasmin und Vanille für die Badewanne. Also wenn das nicht meinen Namen ruft, dann weiß ich nicht, welches Produkt es sonst macht. Denn wir haben jetzt mittlerweile eine Badewanne. Und ja, das ist natürlich großartig. Ne? Ich muss dran riechen. Jasmin und Vanille, das ist echt meins. Gott, ja. Sehr, sehr pudrig, sehr, sehr angenehm. Das mag ich super gerne. Und das ist ein großes Moped, ne? 400 Milliliter. Das ist schön. Das, ja, jetzt bin ich nicht mehr ganz so böse wegen der Karte. Dann kommen wir doch mal zum Tag vor Nikolaus. Die Nummer 5 habe ich jetzt hier. Also das mit den Säckchen mag ich richtig gerne. Das muss ich wirklich sagen. Das ist eine super schöne Sache. Und der Adventskalender war auch wirklich komplett gefüllt. Ne? Also da war wenig Luft nach irgendwo hin. Eine Handsoap, ja. Eine Handseife mit Rosmarin und Ingwer. Sowas kann man auf jeden Fall gebrauchen. Auch das eine Full Size, 250 Milliliter. Finde ich sehr schön. Doch, und auch ein ganz ansprechender Duft, muss ich sagen. Also, da hatte ich ja auch, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr schon drin. Ne? Wir haben jetzt hier keine Special Weihnachtsdesigns oder so. Das heißt, die haben ja auch relativ ähnliche Inhalte. Aber das war ein schöner Duft. Dann kommen wir hier zu der Nummer 6. Das ist Nikolaus und das darf gerne mal was etwas Besonderes sein, muss ich sagen. Weil der Nikolaustag ist irgendwie so was Besonderes einfach. Das ist eine Tube. Oh mein Gott. Oh, und die haben auch wirklich, wirklich, jetzt haben sie, ne? Ja, die haben hier was reingepackt, was überhaupt nicht im weihnachtlichen Design ist, sondern eher im sommerlichen. Aber wie wunderschön ist das Duschgel und Shampoo für Sensibelchen. Ohne Tränen und vegan. Das ist für Kinder. Das ist natürlich richtig süß, ne? Mit diesen Ottern. Cool, wirklich cool. Hat dich da etwa jemand Sensibelchen genannt? Ach so, es geht um deine zarte und sensible Haut, die eine ganz besondere Pflege benötigt. Wir sind bereits unterwegs zu dir. Ohne zusätzliche Duftstoffe reinigt die milde Formulierung deine Haut und Haare besonders sanft, ganz ohne Tränchen in deinen Augen. Jetzt bist du mit allen Wassern gewaschen. Ja, würde ich jetzt nicht für unser Baby verwenden, also für Julius, sondern halt eher so, wenn der dann mal älter ist, ne? Oder halt verschenken für kleinere Kinder. Ist schon cool. Die Nummer 7 habe ich hier jetzt am Start. Also ich habe schon ein paar rausgeholt können, weil ich eben auch etwas gebuddelt habe, um an die anderen ranzukommen. Ja, eine feste Dusche darf nicht fehlen. Jean and Len ist ja auch so ein bisschen nachhaltiger und ein bisschen ist gut, ist halt nachhaltiger unterwegs, ne? Und dementsprechend musste man damit rechnen. Mit Mango und Avocado, eine exotische feste Dusche, vitalisierende Pflege und vegan. Ist jetzt nicht so unbedingt der Weihnachtsduft, aber es hört sich auf jeden Fall entsprechend an.
Ja, definitiv. Also die Mango riechst du mehr. Avocado riecht ja auch eher so nach gar nicht so viel, ne? Und ja, auch das dürfte eine Full Size dann sein. Steht das drauf? 60 Gramm, definitiv eine gute Sache. Dann gehen wir jetzt mal weiter zu der Nummer 8. Die darf machen, dass es kracht. Und die hatte ich doch eben schon gesehen. Genau, hier. Das ist diese hier. Und das fühlt sich an wie ein Tool. Sehr, sehr interessant. Mal gucken, was es ist. Was denn hier wirklich drin ist. Handmade JL Home. Steht hier drauf. Das dürfte ein Kerzenständer sein. Das ist ein Kerzenständer. Tatsächlich. Sieht ganz hübsch aus, ne? Da kannst du eine einzelne Kerze reinpacken. Das ist die Frage. Ist der 8. Dezember irgendwas mit einem Adventssonntag oder so? Dann wäre das natürlich cool, ne? Ja, süß. Passt auch so ein bisschen, wenn man dieses Home-Spa-Feeling vermitteln möchte, ne? Ja. Dann schauen wir mal, worüber wir uns in der neuen freuen dürfen. Da hat jemand sich ganz viel Mühe gegeben, das hier reinzupacken. Okay, hier kommt jetzt direkt hinterher noch ein weiteres Produkt, was jetzt nicht Jean and Len ist. Ich meine, dass es auch irgendwo stand, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, dass da auch Fremdmarkenprodukte drin sind. Einfach zur Erklärung, bei manchen Firmen ist es halt einfach so, dass sie so auch ein Stück weit den Adventskalender finanzieren, weil die Marken, die hier reinkommen, machen im Prinzip ja Werbung. Und ich glaube zum Teil, also entweder sind das halt Produkte, die dann für Umme mit reinpacken oder die bezahlen sogar für den Platz im Adventskalender. Better Baking, Backmischung, Lebkuchen reicht für 10 bis 12 Kekse, das macht definitiv Sinn. Vielleicht machen wir die sogar dieses Jahr. Ich muss mal gucken, wie verrückt ich halt so bin, ne? 100 Gramm habe ich hier drin. Ja, so ein Foodprodukt in einem Pflege-Adventskalender passt vielleicht so zum Vibe der Gemütlichkeit, ist jetzt aber jetzt nicht unbedingt das Produkt, was ich in diesem Adventskalender vermuten würde. Dann hoffen wir mal, dass es in der Nummer 10 wieder mit ja, Pflegeprodukten weitergehen wird. Eine Bodylotion, auch die hatten wir, glaube ich, vor ein, zwei Jahren auch schon drin. Feuchtigkeit spendend mit Rosmarin und Ingwer. 250 Milliliter. Ich liebe diese Pumper, bin ich vollkommen ehrlich. Das ist voll mein Ding. Ich bin da so ein Fauli, ne? Und ich habe das einfach ganz gerne, wenn ich diese Pumpsachen rumstehen habe und dann einfach immer nur so pumpen muss und das in meine Hände bekomme. Da musst du nicht irgendwie auffummeln, dass du es aufmachst oder so. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Finde ich cool. Ich kann ja mal kurz mein Näschen dran halten, wie das so schnuppert, um mich nochmal zu erinnern. Ja, sehr würzig, aber halt wirklich passend für die Weihnachtszeit, ne? Da riechst du halt sehr, sehr intensiv sowohl Rosmarin als auch Ingwer raus. Aber ich mag das tatsächlich. Also es passt. Das sind für mich so die Produkte, wo ich sage, okay, das ist halt so dieses Adventskalender-Vibe-Gedönsen, ne? Jetzt gucken wir in die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Hier haben wir, oh, Jean and Len, ein Haaröl. Das finde ich cool. Vegan, nährende Pflege für trockenes und widerspenstiges Haar. Repair and Anti-Frizz. Für dich mit Liebe in Deutschland hergestellt. Genau, 100 Milliliter haben wir hier. Und Haaröle können wir auch gebrauchen, weil im Winter ist alles trockener, weil die Luftfeuchtigkeit sehr, sehr niedrig ist. Und auch die Haare, die sind dann total. Bei mir, die sehen aus, als hätte ich eine Steckdose gepackt. Deswegen kann ich sowas dann auch sehr gut gebrauchen. Jetzt kommen wir mal zur Halbzeit. Die Nummer 12 liegt auch schon hier auf meinem Tisch und ich denke, hier ist die Kerze drin zu dem Kerzenständer. Damit uns zur Halbzeit des Adventskalenders ein Licht aufgeht. Okay. Ja, es passt, aber man hätte das vielleicht zusammen in ein Kläppchen packen können. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. J&L Home, da ist nochmal alles informiert. Handgemachte Stabkerze in Oliv. Hübsch, ne? Es ist eine schöne olivfarbene Kerze. Riecht soweit nach nichts. Kannst du hier halt reinstecken und das sieht hübsch aus, ne? Kann man wohl machen. Aber wie gesagt, das hätte ich gerne zusammen in einem Kläppchen gehabt. Das ist so aufgeteilt, das muss nicht sein. So, die Nummer 13 habe ich jetzt einmal das Säckchen hier gefunden. Da haben wir die Handgreif. Die Handgeile, genau. Die sehr geile Handcreme drin. Für strapazierte, sehr trockene Hände, geschmeidig wie ein Rochen mit frischem Rosemary and Ginger Duft. Das ist natürlich auch mit 75 Milliliter wieder dieses Adventskalender-Vibe-Gedönsen, was ich gut finde. Eine sehr, sehr große Handcreme. Aber auch das ist wieder ein Produkt, was natürlich cool ist, ne? Aber es sind Produkte, die wir wirklich auch schon vorher in den Jahren drin hatten. Muss man halt für sich selber entscheiden, ob man das so gut findet. Weiter geht es jetzt hier mit der Nummer 14. Das dürfte auch wieder ein festes Produkt sein. Jedenfalls fühlt es sich so an. Ja, ein fester Conditioner, auch wieder mit Mango- und Avocado-Duft. 50 Gramm haben wir jetzt hier drin enthalten. Meine Haare mögen es leider nicht. Das ist für die einfach zu trocken, beziehungsweise zu austrocknend. Meine Haare stehen halt voll auf Silikon und so ein Kram, ne? Jetzt kommen wir mal zu dieser merkwürdigen Nummer 15. Wo ich eben schon dachte, okay, es ist ein leeres Pöttchen. Jean and Len. Okay, da kannst du natürlich jetzt deine festen Produkte einfach reinpacken. Yay. Haut mich jetzt nicht so von der Kappe. Schauen wir mal, was in der Nummer 16 drin ist. Also da hat jemand wirklich exakt
die Größe des Säckchens ausgenutzt. Und zwar haben wir eine Deo-Creme, Baumwolle, 0% Alkohol und 0% Aluminiumsalze, hautschonende Pflege, vegan, zuverlässiger 24-Stunden-Schutz, 50 Milliliter. Also gut finde ich wirklich, dass wir hier auch diese Full-Sizes drin haben, ne? Oh, das riecht richtig gut. Schaut so aus. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt, weil dann hast du so ganz weiße, klebrige Achseln. Kann ich aus Erfahrung halt berichten. Die Nummer 17, die ist schön groß wieder. Eine Woche vor Heiligabend ist das jetzt hier, ne? Auch wieder ein Pumper, stehen wir drauf. Pflege für Männer, na guck, hier wird auch mal an die Männer gedacht. Gesichts- und Bartwaschgel, ich meine, da stand doch irgendwas mit Unisex auf der Homepage. Wasserminze, Glycerin, vegan reinigt und pflegt, 250 Milliliter. Ja, das wäre dann was für meinen Freund und auch generell die anderen Produkte, ne? Das ist ja wirklich unisex verwendbar, auch wenn da irgendwelche Mandelblüten drauf sind, ne? Dann habe ich jetzt hier die Nummer 18. Da sind wir jetzt in der Weihnachtswoche und da haben wir nur eine ganz kleine Geschichte drin. Ich glaube, dass hier ein Gutscheincode oder sowas drin sein wird. 3 Monate BookBeat Geschenk, genau. Yay. Hast du hier hinten so einen individuellen Gutscheincode am Start. Und der gilt auch bis zum 31.01.2024. Das ist natürlich verrückt, ne? Ja gut, du musst den dann einlösen, wenn du den halt bekommst am 18. Dezember. Und dann gilt das für 3 Monate. Okay, ja. Ich bin halt ein Fan von echte Bücher in den Händen halten. Dann machen wir jetzt mal weiter mit der Nummer 19. Wobei, theoretisch, ne, es mögen viele E-Books, also von daher ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Macht für mich jetzt in so einem Adventskalender nicht ultra viel Sinn. Okay, Nummer 19. Wie gesagt, habe ich jetzt hier eine frische Fußcreme. Das feiere ich. Ich feiere immer Fußcremes. Das hört sich echt ein bisschen fetischistisch an, ne? Rosmarin, Ingwer. Auch hier wieder dieser Duft, den wir jetzt, der sich hier komplett durchzieht, was ich schön finde. 100 Milliliter. Mensch, das mag ich. Was dich berührt, wird ein Teil von dir, steht hier hinten drauf. Dein Barfußspaziergang durch Rosmarinfelder, der Duft von frisch geriebenem Ingwer. Unser erfrischender Bestseller Duft Rosmarin and Ginger verleiht dir neue Energie. Für die Füße gemacht, erreicht trotzdem deinen Kopf. Pflegende Shea Butter, Ringelblumenextrakt, pflanzliches Glycerin sowie Carnauba-Wachs gehören in unsere magische Wirkformel. Geschmeidige Füße garantiert. Ist super, finde ich großartig. Fußcreme, sau wichtig. Nummer 20. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Auch hier wieder eine große Pumpgeschichte. Ui. Nicht jeder mag quasi Kokos, aber es ist okay. Ne? Es ist halt jetzt die zweite Handseife, was ich aber auch nicht schlimm finde. Also 3 Produkte von einer Kategorie pro Adventskalender fände ich okay. Exotische Handseife, traumhaft sinnliche Pflege, vegan, ein Hauch von Karibik beim Händewaschen, Kokos und Macadamia, 250 Milliliter. Definitiv kann man sich das mal anschauen. Ne? Ja, sieht auch ganz hübsch aus, mag ich gerne leiden. Das kann man sich gut so hinstellen. Ist jetzt nicht unbedingt weihnachtlich vom Duft her, aber es ist schon ein gutes Produkt, doch, muss ich wirklich sagen. Das mag ich. Nummer 21 habe ich jetzt hier. Die ist schön groß. Alles ist irgendwie so schön groß. Also das meiste ist schön groß. Und manchmal ist so ein Zonk mit dabei, ne? Da habe ich jetzt hier das Aufbaushampoo, kräftigende Pflege und vegan für strukturgeschädigtes Haar. Schützt vor Haarbruch und Spliss mit Mandel und Keratin. Richtig, richtig cool. Hier hätte ich jetzt wirklich cool gefunden, dazu auch den passenden Conditioner zu haben. Aber wir haben jetzt hier ja schon den festen Conditioner, ne? Schade Schokolade. Aber das schließt dann an dem an, was wir quasi ja auch am Anfang mit der Haarkur hatten, was ich richtig gut finde. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren, ne? Eine Full Size, habe ich gesagt, 300 Milliliter. Was ein geiler Duft. Boah, der riecht mega gut. Und cool finde ich auch diese Pumpviecher, dass du hier oben drauf drückst und dann kommt das vorne raus. Liebe ich, also dass du halt nicht irgendwie mit irgendwelchen Kappen hantieren musst oder so. Vielleicht haben wir aber auch Glück und in der Nummer 22 befindet der sich dazu passende Conditioner. Ich glaube eher weniger, aber es ist schon, ne, die zweite Schnapszahl habe ich jetzt hier auf jeden Fall. Eine Tube, 3-in-1 Dusche, erfrischende Pflege für Körper, Haare und Gesicht. For Men, sehr schön, Meeresextrakt und Gurke, auch sehr interessant, 250 Milliliter. Ja, ein Duschgel explizit für den Mann. Ich finde, dass die Verpackung richtig schön aussieht. Total weihnachtliches Design. Egal, war jetzt bei dem Shampoo auch nicht oder bei dem Conditioner, Shampoo auch nicht unbedingt gegeben. Aber ich mag dieses Design halt ultra gerne, muss ich wirklich sagen. Sowas unter der Dusche stehen zu haben, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und das hört sich auch richtig gut an. Gurke ist ein interessanter Duft. Also der ist recht frisch, sehr sommerlich. Riecht sehr, sehr gut. Ist mal nicht dieses klassisch Holzige, was man so von Männerduschgelen kennt, ne? Ich feiere das. Wirklich gut. Der Tag vor Heiligabend. Hier haben wir doch eine Schokolade drin, oder? Der 23. Dezember enthält tatsächlich eine Jokolade. Eine faire Schokolade. Faire Schoko Nummer 4. Vegan.
Gegen illegale Kinderarbeit und moderne Sklaverei in der Kakaoindustrie. Sehr, sehr schön. Ist es nicht von Joko Winterscheid, die Marke? Ich glaube schon, ne? Ich gucke immer gerne auf diese MHDs, aber nö, das ist bis zum 29.10.2024 haltbar. Ist, glaube ich, auch einfach nur in Anführungsstrichen dann mit regulärem Vollmilchgeschmack. Zartbitterschokolade mit Birne, ach was. Und karamellisierten Mandeln. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Passt das in einen Pflege-Adventskalender? Zu diesem Gemütlichkeitsvibe? Wir packen das einfach mal. Home Spa, Gemütlichkeitsvibe, dann passt das schon. So, die Nummer 24 sieht jetzt nicht danach aus, als hätte ich jetzt Glück und würde mein Parfum finden, was ich hier drin. War das wirklich Jean and Len? Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Naja, es sieht eher nach dekorativer Kosmetik aus. Das ist auch interessant, ne? Tatsache. Eine Mascara Extra Volume Pantalashes. Ich glaube nicht, dass es der Nablavishes in irgendeiner Art und Weise Konkurrenz machen könnte. Auch wenn es vielleicht daran ein bisschen angelehnt sein könnte. Und ja, dann schauen wir uns das mal an. Die ist auf jeden Fall schön schwarz. Pure Mascara Extra Volume. Schaut so aus. Können wir uns mal das Bürstchen angucken, weil ausprobieren werde ich die safe. Die riecht sehr nach Creme tatsächlich. Also nicht cremig im Sinne von cremig-cremig, sondern nach irgendeiner Gesicht, also nach irgendwas, nach irgendeiner Creme. So Bepanthen oder sowas. So riecht die tatsächlich. Genau. So schaut die aus. Hat sehr viel Produkt in dem sehr, sehr bauschigen Faserbürstchen. Sieht gut aus. Also da habe ich richtig Bock drauf. Sollte ja eigentlich eher so ein Unisex-Adventskalender sein, aber das ist jetzt, ne, ich finde, das ist eine tolle 24. Ich feiere das. Also ich finde auch, dass wir einen schönen Inhalt in dem Adventskalender haben. 140 Euro wert wurde ausgerufen, haben wir sicherlich hier auf dem Tisch stehen. Das ein oder andere Kläppchen fand ich ein bisschen, also feiere ich dann halt einfach nicht so. Ne? Das ist aber eine persönliche Präferenz. Ich finde es schön, was wir hier für Produkte von Jean & Len mit dabei haben. Nö, also das ist ein schöner Adventskalender. 89,90 Euro kann man da auf jeden Fall für ausgeben. Man hat ein schönes Design, man hat diese Säckchen, die man so schön aufhängen oder drapieren könnte. Ne? Du hast dann zwischendrin auch einfach mal Produkte, die überraschend sind. Manchmal mit Stirnrunzeln versehen, aber ne, ich meine, das ist mein Ultra-Zung, muss ich wirklich sagen. Aber it is wie it is. Ihr Lieben, schreibt mir aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wie fandet ihr den Adventskalender? Ne? Das können wir uns gerne mal austauschen. Und ja, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.